Die nachfolgende Sendung ist nicht für Zuschauer geeignet. Okay. So, 3, 2, Begali CP1. Gode, meine lieben Jewel-Junkies, ich bin's mal wieder, euer AK. Und ja, seit langem mal wieder ein Video von mir. Im Moment ist wirklich nicht viel los auf dem Airsoft-Markt. Ja, von daher gibt's auch für mich nicht sehr viel Interessantes. Heute wieder von Begali zur Verfügung gestellt, die ja, Begali-Schutzbrille CP-1 hier in der RX-Version für Brillenträger. Heißt, wir haben ein ja, etwas tieferes Brillenglas, Schutzglas, was auch die Verwendung einer, so wie ich es habe, einer normalen Sehbrille vereinfacht. Das Ganze gibt es natürlich auch in der flachen Version, sprich, wenn ihr kein Brillenträger seid oder Kontaktlinsen verwendet, habt ihr dann natürlich auch die Option, ein flacheres Brillenglas oder Schutzglas zu verwenden. Jo, nach dem Intro geht's los. Abfahrt. So, warum hat der AK sich jetzt genau für dieses Modell entschieden? Ja, es soll eigentlich meine Bolle oder Bolle Tracker 2 Brille ablösen, die ich sehr lange in Verwendung hatte. Nachteil hierbei ist, man muss bei der Bolle oder Bolle extra noch dann zum Optiker gehen und sich hier so ein Inlay ja, anpassen lassen, beziehungsweise Sehstärkengläser anfertigen lassen und die dann noch selber verbauen. Die ganze Brille ist nicht schlecht, aber ist ja gerade im Airsoft-Betrieb ist es dann doch nicht so das Optimum. Ich glaube, das ist eigentlich wirklich eher was für, ja, wenn man jetzt hier Fahrrad fährt oder so ein Kram oder Extreme Mountainbiking macht, dann ist sowas eher geeignet, bin ich der Meinung. Deswegen soll die CP1 das Ganze so ein bisschen ablösen und wir fangen am besten mal mit dem Lieferumfang an. Wie ihr seht, ich habe hier zwei Pakete vor mir liegen. Das eine ist die normale Schutzbrille mit allem Zubehör, so wie man es normal kauft. Und das hier ist das extra Smoke-Brillenglas. Ja, gucken wir uns gleich an. Das Smoke-Brillenglas habe ich hier schon bei der Standardversion im Lieferzustand. Das habe ich schon ausgetauscht und verbaut. Ist eigentlich relativ easy, das zeige ich euch alles. Und wir schauen uns erstmal den Lieferumfang ein bisschen an. Geliefert wird hier in so einem schwarzen Karton. Dann hat man hier noch eine Bedienungsanleitung mit allen Do's and Don'ts. Und das Ganze kommt dann natürlich auch mit noch ein bisschen Zubehör. Hier haben wir noch so eine andere Backstrap und ein paar Ersatz, ja, Moosgummis würde ich jetzt sagen. Oder was ist das hier, so ein Schaumstoff für die Brille an sich, wenn sich das da mal irgendwie ablösen sollte. Legen wir es mal kurz beiseite. Kommt hier in so einem schicken Transportbeutel, ist gut. Kann man immer gebrauchen. Und dann packen wir das mal aus. Hier könnt ihr schon sehen, ist das Smoke-Glas verbaut. Und ja, so kommt die quasi, ihr müsst euch jetzt mal das klare Glas dabei denken. So kommt das im Lieferzustand. Das ist alles schon vorverbaut. Hier muss man nicht mehr, also ist eigentlich ready to go, ja, aufziehen, hinten die Schnalle ein bisschen einstellen und dann geht das los. Fangen wir erstmal mit der Verarbeitung an vom Rahmen. Der Rahmen hier ist aus TPU und der ist wirklich sehr gut gefertigt. Es gibt auch noch sehr viel weiteres Zubehör, was man dazu kaufen kann. Ihr seht, hier sind 6 Magnete verbaut. Das ist unter anderem für die, ja, für den Mundschutz, den man hier einfach anheften kann und der dann auch einfach wieder abgenommen werden kann, um
Ja, wenn man mal was trinken will, wenn man jetzt keinen Trinkschlauch hat oder so, wenn man jetzt aus der Flasche trinkt zum Beispiel oder so. Ja. Zudem kann der Gesichtsschutz oder der Fressschutz, wie ich das immer nenne, kann auch hier noch zusätzlich mit Schrauben am Rahmen befestigt werden. Das Ganze ist wirklich eine sehr stabile, aber auch zugleich sehr flexible Lösung und ja, ist wirklich sehr, sehr angenehm zu tragen. Ist out of the box, ready to go. Ja, hier oben hat man noch ein Begadi-Logo drauf. Ist halt eine Eigenentwicklung von Begadi. Trägt auch wirklich nicht allzu dick auf, sodass man aussieht wie Puck die Küchenfliege, die ihr Backsteingläser verbaut hat. Und dann gucken wir uns gerade nochmal das klare Glas an. Also im Werkszustand, sage ich es nochmal, kommt die Brille oder Schutzbrille mit diesem klaren Glas. Und innen drin ist hier so ein, ja, so ein Schutzfilm aufgebracht, den muss man natürlich zuerst entfernen. Gut, dann sprechen wir mal schnell über die Eigenschaften dieser Schutzbrille. Wie gesagt, es ist eine Eigenentwicklung von Begadi und die Brille ist ja, doppelt verglast, wenn man so will. Der äußere Korpus, also das ganze Brillenglas, der ganze Korpus vom Brillenglas. Der ist aus Polycarbonat und innen drin, quasi hier innen drin, ist eine zweite Schicht, könnt ihr vielleicht schon sehen. Hier ist eine Zellulose, ein Zellulose-Kunststoff noch mit aufgebracht, der extremes Beschlagen verhindern soll. Zudem haben wir hier oben auch ziemlich viele Lüftungsschlitze und unten auch, wobei auf der unteren Seite. Ja, aber wir wissen ja alle, wer in Physik aufgepasst hat, warme Luft zieht immer nach oben hat. Von daher macht das schon Sinn, dass hier oben sehr viele Löcher sind. Ist natürlich dann spannend, wenn man mal im Regen spielt, wenn man jetzt keine Basecap oder sowas auf hat, wenn man draußen ist und im Regen spielt, wie sich das dann da verhält, ob man da in kürzester Zeit hier so ein Schwimmbad drin hat oder nicht. Das bleibt dann abzuwarten. Die Brille kann natürlich auch nicht nur für Airsoft verwendet werden, sondern auch für zum Beispiel, wenn man auf dem Schießstand ist und mit scharfen Waffen hantiert. Für Paintball bin ich mir gerade nicht sicher, ob man die da auch verwenden sollte, weil da wäre ein komplett Gesichtsschutz eigentlich eher schon von Vorteil. Das ganze Glas an sich ist bis 6,18 Joule mit 0,86 Gramm Stahlkugeln schussfest und ja, bietet also für Airsoft maximalen Schutz und ist auch natürlich vollkommen ausreichend. Alle anderen Details, wenn ihr da noch mehr wissen wollt, Link ist unten in der Beschreibung, wie immer, und dann könnt ihr euch da alles in Ruhe nochmal durchlesen. Die ganze Brille ist natürlich, hat, oder das ganze Glas hat natürlich auch einen UV-Filter, also seid ihr auch da schon mal safe. Sollte man vielleicht jetzt natürlich nicht als Sonnenbrille verwenden, kann man natürlich machen. Wird sich auch zum Beispiel anbieten, wenn man snowboarden geht oder so, wenn man so eine Brille braucht. Oder wenn ihr zum Beispiel als Zweithobby snowboarden habt, könnte man diese Brille unter Umständen auch verwenden. Ja. Dann zeige ich euch am besten mal, wie man das Glas an sich austauscht. Es ist nämlich wirklich sehr einfach. Ihr habt schon gesehen, hier oben einfach wegbiegen und dann an den Seiten und unten einfach ausklipsen. Ihr seht hier, hier ist so ein kleiner, ja, Schwalbenschwanz drin, wo quasi hier in der Brille einfach eingreifen, damit das Glas nicht rausfällt. Und ihr könnt sehen, der Rahmen ist wirklich sehr weich und elastisch und das steigert auch den Tragekomfort. Wenn ihr das Glas jetzt wieder oder ein anderes Glas verbauen wollt, zum Beispiel, ich weiß nicht, vielleicht bringt Begadi noch ein paar andere Gläser auf den Markt, die irgendwie bunt sind oder so. Kennt man ja aus dem Paintball-Bereich, da gibt es ja auch viele. Ja, farbige Variation, je nachdem, was ihr da haben wollt. Von Bunker King, von Dai oder was weiß ich auch immer. Die haben da sehr viele verschiedene
Gläser zur Verfügung oder Schutzgläser, Schutzlinsen. Naja, schauen wir mal. So, beim Einbau ist natürlich, den Anfang ist ein bisschen schwierig, aber selbst auf dem Feld mit ein bisschen Zeit kriegt man das alles hin. Ja, mein Kardaschen rastet wieder im Hintergrund aus. So, gucken, dass alles sitzt. Müssen es erstmal so nur ganz grob eingefädelt bekommen. So, jetzt sitzt das Ganze so grob und dann muss man es einfach nur richtig wieder richtig andrücken und festdrücken. Dass keine Lücke offen bleibt. Manchmal muss man noch ein bisschen nachhelfen. So, das sitzt natürlich wieder. Ja, macht man sich natürlich ein paar schöne Datscher auf die Linse drauf. Das muss man dann mit einem Tuch irgendwie abwischen. Leider ist hier kein Reinigungstuch dabei oder so ein Fließtuch. Leider nicht dabei. Schade, aber gut, wenn ihr eh Brillenträger seid, geht mal jetzt mal davon aus, dass ihr sowas daheim habt. Cut. Jetzt seht ihr mich mal wieder vor der Kamera und mit meiner wirklich hübschen Sturmfrisur. So mache ich meine Videos hinter der Kamera, wenn ich mal keinen Bock habe, mir die Haare zu machen. Gut, aber das spielt ja jetzt keine Rolle. Wir schauen uns jetzt erstmal die Brille an. Ich habe das Ganze natürlich schon ja, ein bisschen auf mich eingestellt und können sehen, selbst mit diesem dickeren Brillenrahmen, den ich hier nehme, der ist. Passt sehr gut. Ihr könnt mich nicht sehen, aber ich kann euch sehen. Ja, und die Brille, die ist, ja, trägt natürlich hier auf den Seiten ein bisschen auf. Also hier, vielleicht bringt Pegadi ja noch ein paar flachere Versionen auf den Markt. Also ich kann meine Brille hier wirklich noch so einen guten, ja, einen Zentimeter verwenden. Aber wenn die Brille mal verrutschen sollte unter der Schutzbrille, kann man die auch einfach wieder justieren, sodass man jederzeit ein gutes Sichtfeld hat. Vom Tragekomfort her, ich habe es jetzt natürlich schon mal ein paar Tage lang getestet. Was mir auffällt, was bei anderen Brillen, wie zum Beispiel hier bei meiner Bollé, was hier der Fall ist, diese Bügel, wenn man die mal so ein paar Stunden anhat, da wird der ein oder andere, der Brillenträger ist, mir vielleicht sogar beipflichten. Die Brillenbügel, die schneiden sich dann hier neben, hinten hinter den Ohren so ein bisschen ein oder man hat so einen leichten Druck hier auf der Schläfenregion. Das ist bei der Brille überhaupt gar nicht, da diese, ja, Schnalle hier, die ist wirklich sehr angenehm und auch selbst mit, wenn man mal jetzt hier am Kopf sehr viel schwitzen sollte, es ist auch sehr rutschfest, weil auf der Innenseite so, ja, so ein Silikon aufgebracht ist. Es trägt sich wirklich sehr angenehm, muss ich sagen. Gut, und dann testen wir das Ganze nochmal mit diesem wirklich sehr schlanken Fressschutz. Der sehr wahrscheinlich sehr viele Leute werden sowas nehmen, weil er einfach sehr angenehm ist, auch wenn man gerade zum Beispiel Kimme und Korn spielt und das Ganze in Anschlag nehmen will, dann hat man bei diesen breiten Versionen manchmal das Problem, dass hier an der Wangenregion, ja, dass man einfach hängen bleibt und nicht ordentlich in das Visier gehen kann. Das ist ein Problem. Ziehe ich mir das Ding mal schnell über, das sollte man denn nämlich zuerst machen. Und dann sieht das Ganze nämlich so aus. Und dann liegt das Zeug hier nämlich schön an der Seite an. So, und dann ist es dann interessant. So, und dann ziehen wir mal die Brille an.
Und dann schauen wir mal, wie sich das damit verhält, ob das jetzt gut funktioniert oder auch nicht. Ja, also das geht, das ist kein Problem. Ich rede ein bisschen komisch, ne? Das ist zu stramm eingestellt, ich merke das. Aber egal, es funktioniert. Ihr könnt hier auch sehen, schön, es ist eine ganz kleine Lücke zwischen Nasenbein und zwischen dem Brillenbügel hier. Aber ansonsten schließt hier alles wunderbar ab. Also das funktioniert auch. Aber wie gesagt, ihr habt ja auch natürlich die Option, dass ihr quasi einmal den Full-Face-Schutz nehmen könnt. Oder es gibt auch so einen minimalistischen Schutz, der quasi so eine konkave Ausbuchtung hat, um das, ich muss das ausziehen, das ist ja ekelig, damit ihr da, Junge, da gemacht, damit ihr das quasi einfacher tragen könnt. Ja, kommen wir schnell zum Fazit. Weil wirklich viel zu erzählen gibt es hier jetzt wirklich nicht, außer dass sich das Ding wirklich super bequem trägt und man da eigentlich keinen Stress mit hat. Vorteile sind hier natürlich klar, das breit aufgestellte Sortiment an Zubehör, die verschiedenen Gläser, die man kaufen kann. Wenn ihr euch zum Beispiel entscheidet, ihr kauft euch jetzt das RX-Modell und habt dann auf einmal Bock oder euch fällt ein, oh, ich nehme doch lieber mal Kontaktlinsen. Habt ihr natürlich die Möglichkeit bei Begadi euch auch dieses flache Schutzglas zu kaufen. Das passt hier genauso rein. Die Rahmen sind alle vollkommen identisch. Nur die Gläser sind in der Tiefe, quasi in der Tiefe, unterschiedlich. Und dann seid ihr da auch flexibel aufgestellt. Die Ersatzgläser sind auch nicht teuer, ich glaube, die kosten sowas um die 20 Euro. Wie gesagt, Links alle unten in der Beschreibung. Einzig und allein der Nachteil wäre hier der Anschaffungspreis von 49 Euro. Ist halt schon ein bisschen auf der teuren Seite, wenn man sich mal umguckt. Aber dafür seid ihr wirklich flexibel aufgestellt, was Zubehör angeht. Und der Schutz der Augen ist das Wichtigste, was ihr habt. Und damit sollte man echt nicht spaßen, weil wenn so eine BB im Auge fliegt, sieht hässlich aus, tut weh und ihr seid, wenn ihr Pech habt, am Ende blind auf einem Auge. Von daher mal abgesehen, dass dieses Modell wirklich sehr gut für eure Augen zum Augenschutz geeignet ist, mal davon abgesehen, beim Airsoft-Spielen immer eine Brille tragen. Das ist das Minimum an Sicherheit, was man beachten muss. Wobei ich jetzt der Meinung bin, viele Spielfelder lassen euch auch ohne Schutzbrille einfach gar nicht aufs Spielfeld drauf. Also, nochmal zusammengefasst, wenn ihr Brillenträger seid, keinen Bock habt, hier euch für eine Brille ein Inlay machen zu lassen und dann noch die Gläser oder beziehungsweise die Gläser für das Brilleninlay machen zu lassen, so wie ich das am Anfang gemacht habe, dann seid ihr hier mit dieser Brille natürlich sehr gut aufgestellt und wie gesagt, bietet euch sehr viel Flexibilität dank des großen Zubehörs. Die Rahmen an sich, die gibt es natürlich auch noch in FDE beziehungsweise TAN und in Oliv. Der hier ist jetzt aus in Schwarz. Da seid ihr also, habt ihr auch natürlich dann auch freie Auswahl. Meine ganz klare Kaufempfehlung. Ja, es ist wirklich ein hundertprozentiger Rundumschutz. Die Brille schließt wirklich überall bündig ab. Es kann keine BB durchkommen und euch in der Augenregion hier unten irgendwo treffen, da wo es wehtun könnte. Ob man jetzt mit Gesichtsschutz oder mit Fressschutz, Nasenschutz spielen will oder nicht, mal davon abgesehen, habt ihr natürlich dann auch die Option dank des Zubehörs. Gut, das war es jetzt von mir. Ich sage nochmal, alles weitere unten in der Beschreibung an Zubehör ist alles verlinkt. Und wenn es euch gefallen hat, Däumchen nach oben wäre Träumchen und Like und Abo wäre natürlich fein. So, ich empfehle mich weiter. Mir bleibt nichts anderes zu sagen als Hui Welle allemal. Und ich wünsche euch noch einen extrem schönen Tag. Bis zum nächsten Review.